Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, wir haben jetzt ein paar Folgen lang ein Häuschen gebaut und natürlich auch ein bisschen die Einrichtung gemacht, vor allem bei meinem Kraftwerk. So. Leitung, habe schon gedacht, da steht irgendwas drin. Ja, und jetzt hätte ich gesagt, machen wir mal wieder ein bisschen was, weil wir möchten natürlich irgendwann auch mit dem Zaubern anfangen, vor allem, weil es ja auch noch ein Riesenpart ist und vor allem, weil es ein Riesenpart für mich irgendwann offline ist und zwar vor allem alles zu scannen. Das heißt, wir wollen da mal heute schauen, wie weit das mal da kommt. Und zwar Novidis Saumaturgy, Lost in the Twilight Forest, Raven, bla 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 bla, okay. Nee, das interessiert mich weniger. Aber das hier interessiert mich mehr. Und zwar, ich brauche einen Impregnated Stick, ich brauche Iron Caps, ich brauche Naga Scale, ich brauche 4 Aluminiumschrauben, was am wenigsten das Problem sein wird, um den Zauberstab überhaupt bauen zu können. Fehlt noch was? Impregnated Stick. Brauche ich einen Carpenter oder einen Assembler. Und dafür brauche ich Seed Oil und dafür brauche ich einen Fluid Extractor. Der wird jetzt dann auch noch interessant. Gut, dann werden wir den auch noch bauen müssen. Aber bevor wir überhaupt soweit sind, ich möchte die Naga angreifen. Ich habe zwar den Carbon Shortbow, aber wir haben ja hier auf unserer kleinen Liste den Crossbow stehen. Und den wollen wir heute anfangen. Und zwar, es gibt, glaube ich, zwei Varianten. Ob ich beide baue, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall, ich baue den kleinsten, weil die Quest nehme ich mir mit. Das ist beim Steam. Und zwar hier. Dafür brauche ich Crossbow Limp Pattern. Crossbow Body Pattern. Tough Binding Pattern und Bowstring Pattern. Einen Wooden Crossbow Limp, einen Wooden Crossbow Body, ein Obsidian Tough Binding und einen Bowstring. So. Ja, wie gesagt, habe ich für mich jetzt momentan mal ein bisschen entschieden, dass ich bei solchen Sachen dann mal den schnellen Gang mache. Als dieses Rumgehambel. So. Wir haben Bow Limp Pattern, Tough Binding Pattern, ach Crossbow, okay, den habe ich noch nicht. So, das heißt jetzt für mich, ich brauche jetzt noch den Crossbow Limp Pattern, das ist der hier, und ich brauche Crossbow Body Pattern, das ist der hier. Und dann brauche ich noch jetzt den Bowstring Pattern. Den müsste ich definitiv haben, weil sonst hätte ich mir noch nichts bauen können. Sehr schön. So, dann brauchen wir jetzt als nächstes ein bisschen Holz. Das müsste ich hoffentlich da haben. Ich weiß jetzt noch nicht, ob einer da reicht. Materialkosten sagt er angeblich 4. Und du bist was? Scarlet Oakwood. Ja. So, dann kommst du erstmal raus. Dann brauche ich natürlich jetzt dann hier ein Obsidian Tough Binding. Dann kommst du weg. Ich räum dich mal sauber weg. Ein Obsidian Tough Binding haben wir. Dann brauche ich jetzt bitte schön einen Crossbow Limp. Haben wir auch. Dann brauche ich einen Wooden Crossbow Body. Dafür brauche ich 5. Dark Oak. Redwood. Ich
kein Oakwood da, ne? Halt. Habe ich bestimmt. Ich habe ich sogar richtig viel. Wir brauchen ja 5. Kann ich den jetzt auch unten reinpacken? Kommst du damit hin? Und du kommst dann dahin? So, und dann brauchen wir noch einen Bowstring. Das heißt, ich brauche noch einen Faden. Schauen wir mal, ob ich den auch noch. Ha. Kann ich auch noch einstecken. Dann haben wir noch einen Bowstring. Und dann kann ich jetzt hier ganze Graffel zusammenbasteln. Und wir haben einen guten Crossbow. Und wir haben die Quest abgeschlossen. So, dann hätte ich gesagt, kommen jetzt als nächstes die Pfeile. Das heißt, ich brauche jetzt ein Toolrod Pattern und Fletching Pattern. Was soll ich da draußen machen? Achso, das ist ein Wooden. Also das heißt, ich brauche jetzt ein Tough Binding. Oder nee, ich brauche ein normales. Okay. Haben wir. So, und dann brauche ich jetzt als, dann brauche ich jetzt auf jeden Fall das und das Fletching. Hat er erkannt? So, meine Special Frage ist jetzt, was ist da, a crossbow needs some ammo to shoot with. Let's craft some wooden bolts for now. You can put the iron alumite or steel on the tip of your bolts using the smeltery. For higher tier bolts and tips, you will need to pump metals in the fluid solidifier with the correct tool rod inserted. Genau. Das ist ja das, wo wir dann am Schluss hinwollen. Was mich nur gerade wundert ist, ach nee, ich muss glaube ich den nur reinlegen und es dann drauf machen. Und bin ich mal gespannt, wie viel brauchen wir da? 144 ein Ingot. Alles klar. So, ich habe das Wooden Binding. Dann brauchen wir jetzt noch die Feder Fletching. Reicht mir da eine Feder? Reicht da eine Feder? Mal da weg. Ja. Die habe ich einstecken. Immer. Wir legen uns mal hin. Halb professionell hingelegt. Das war aus Versehen geklickt. So. Das heißt jetzt, wir brauchen jetzt den Wooden Bolt. Genau, das heißt, du kommst dahin. Du kommst dahin. Ah, nee, geht nicht. Alles klar. Dann heißt es jetzt für mich wieder in die Werkstatt. Und ich hole mir mal ein Eisen-Ingot. Ein Eisen-Ingot. Und wir testen das, ob das so klappt. Dann auch gut so, weil für das, was wir es danach machen. Wobei, dann machen wir es nicht hier drin. Das wird dann in Maschinen gebaut, die ja, Strom voraussetzen. Das heißt, wir dürfen hier noch ein bisschen rumalbern. So, dann machen wir mal schnell die Bienen wieder. Lassen wir die auch weiter züchten. Als ich die Comps rausgenommen habe, kein einziges neues mehr.
Ja, aber ist auch teilweise egal. Können ja schon hier diese Dinger da reinmachen. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Frame. Und mir fällt gerade noch viel mehr ein. Ah, ja. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Hat momentan eine Durability von 38, eine effektive Durability von 54 und ja, dadurch, dass ich halt noch keine Pfeile habe, hat das Ding noch keinen Damage. Klar. Kann einmal den Crossbow schmeißen. Und wenn ich treffe, macht er überhaupt keinen Schaden. Wenn ich treffe, vielleicht ein halbes Herz. Oder der ist so verblüfft, dass ich ihn getroffen habe. So, ich habe jetzt ein Ingot drin. Das muss ich jetzt, glaube ich, so reinlegen. Aufdrücken. Ich habe es richtig gemacht. Ja. So, Wooden Bolt. Hat er auch. Wir gehen wieder auf die Lagermauer. Jetzt dann dahin und du kommst dahin. Ich habe jetzt meine Iron Bolts. Haben eine Akkurat von 93,5, ein Gewicht von 4,34 und eine Brechchance, genau. So, aber jetzt müsste auch mein Ding, mein Crossbow, 6 Herzen hat er. 6. Er hat 5. Der hat 6, das ist der kleinste. So, wir haben die Quest completed. So, und jetzt bin ich gerade beim Überlegen, macht es denn Sinn? Ja, es macht natürlich Sinn, macht natürlich sogar viel Sinn, den LV-Bow auch zu bauen, weil wir müssen jetzt sowieso das Crossbow-Limb bauen und den Crossbow-Bodycast brauchen wir auch. Magnalium haben wir schon. Jetzt ist nur die Frage, wie stelle ich dich her? Dich stelle ich im Extruder her mit 4? Ich schätze mal den anderen mit 5. Genau. Und das ist auf jeden Fall auch im Kleinen möglich. Dafür nehmen wir aber trotzdem den Großen. Okay, dann heißt es jetzt für mich, ich brauche jetzt bitte Stein. Ich Kabels hier? Ja, bestimmt, oder? Wär lustig, wenn ich keinen Cobblestone mehr hätte. Ist nicht lustig, das ist ernst. Sagen wir Cobblestone. Das viel Schlimmere ist ja gerade, das, was ich jetzt hier gemacht habe, das muss ich noch ein paar Mal machen. Diese Ebene komplett auszuheben. Wäre faul, merke ich. Hey, es ist zeitaufwendig. Also wie gesagt, da nehme ich momentan lieber einen Berg weg, damit wir ja demnächst mal anfangen können, dann Lager hinzustellen. So, dann habe ich jetzt ja festgestellt, ich brauche auf jeden Fall das Crossbow Limb. Dafür brauche ich den da und dich. Dafür brauche ich auch den da. Danke. So, dann gehen wir jetzt wieder nach hinten. Und brauche ich sozusagen das Alumite. Nicht Alumite. Ihr wisst, was ich meine. Das komische gelbe Ding. So, das ist dann 1, 2, 3, 4. Kupfer. Glaube, das Verhältnis war 4 zu 1. Kann ich den da schon mal drauflegen?
So, dann Flamestrings. Ja, sehr schön. Das heißt, ich muss sowieso noch mal nach vorne. Die bekomme ich. Bekomme ich. Die werden wir dann brauchen. Alles klar. Nee, dann machen wir das erstmal sauber fertig. Aber ich tue den Stein wieder zurück, den ich noch im Inventar habe. Kann aber auch sein, dass ich gleich wieder da bin. Bin mal gespannt, wenn ich zu oft hin und her geswitcht bin, dass ich mal wieder durch die Welt falle. Dass ich mich neu reloggen muss. Also der braucht schon arschlang, ne? So, jetzt ist natürlich, nee, die Good Circuits habe ich schon vorbereitet, genau. Dann haue ich jetzt auch mal gleich hier die 16 Stück in die Bending. Die werden wir nämlich auch gleich brauchen. Und wir gehen nach draußen und hoffen, dass die Schmelze durch ist. Ah, okay. Das war dann doch eins zu viel. Aber ich werde sowieso noch mehr brauchen. Das heißt, dich mache ich. Dich mache ich auch. Sehr schön. Das heißt, das haben wir jetzt auch komplettiert. So, dann holen wir uns jetzt ein Magnalium. Das werde ich irgendwann finden. Das Magnalium, ne? Ja. Das Zeug da. Tausend EU habe ich. Funktioniert. Und in der Zeit, wo der jetzt da durchläuft, fangen wir an den anderen Sachen zu schrauben. So, wir brauchen erstmal hier 6, 12, 24. So, du kommst daher und jetzt brauchen wir das Kupferkabel, wo ich irgendwo hingeschmissen habe. Hoffentlich dahin. Dann brauchen wir 8. Dahin. So, zack. Best complete, 4 Batterien. Da rein. Wir sind gleich an der nächsten Quest dran. Ja, klar, also ich kann jetzt dann immer wieder hingehen und sagen, okay, ich lade eine Batterie. In der Zeit, wo eine leer wird. Ich muss jetzt nur erstmal warten. Alle hab. Ich krieg alle drei, alle vier. Bin mir nicht sicher, ob er halt die Halbvollen auch erkennt. Machen wir es lieber einmal richtig. Und dann schönen Crossbow zu bauen. Der Crossbow ist einfach. Das Schwere und das Harte ist dieser Pfeil. Und der muss ein bisschen besser werden.
So, okay, wir haben jetzt die nächsten vier Batterien. Dankeschön. So, und wir haben ja gelernt, dass wir die Batterien ja sowieso brauchen. Und dann kann er jetzt erstmal die laden. Was viel schlimmer ist, dass es doch nicht gereicht hat. Naja, kann natürlich auch mit dem Material zusammenliegen. So, ich gehe mal auf 100.000. Ab 100.000 fange ich an, die Batterie zu wechseln. Dass der schon mal wieder loslegen kann. Und hoffentlich, dass der in der Zeit so viel Energie zusammenkriegt. Dass ich die Batterien wieder tauschen kann. Bei 20.000 gehe ich raus. Hol die nächste Batterie. 20.000. Genau, leck mal. Die Batterie jetzt einfach leer wird. Das Spiel will einen schon ein bisschen verarschen, ne? So, okay. Dann haben wir jetzt auch den Teil davon. Weg. So, dann haben wir jetzt dann hier die Fiery Bowstring. Davon brauchen wir drei. Okay, das heißt, wir gehen jetzt wieder zur Lagermauer. Hat doch hier einen dritten. Das ist gemein, ne? Man kriegt zwei. Habt ihr gesehen? Und ich schlafe mal wieder in meinem Bettchen. Das habe ich schon so lange nicht mehr gesehen. Freue mich drauf. Jo. Morgen. Jetzt brauche ich was? Bowstring Pattern mal wieder. Dahin. Du kommst dahin. Du gibst mir den. Du gibst mir den. Du gehst dahin. Aber der nächste. So, und was hat jetzt dann hier? Adit Crossbow Buddy. Adit will er nehmen. Das ist halt die Frage. Adit Crossbow Buddy. Muss ich mal für mich schnell gucken. Ich habe das letzte Mal Carbon genommen. Das heißt, ich habe einen Draw Speed von 0,85. Jetzt ist halt die Frage, was kann Ardite? Ardite? Ardite Crossbow Buddy ist 2,75 und hat einen Arrow Speed von 4,9. Er sitzt zwar nicht, aber ich habe dann neben mir auf jeden Fall auch noch ein Bild offen. Eine Durability von 455. Das hat der halt nicht, weil ich habe nur 48. Okay, das heißt, da ist mein Problem, dass diese Armbrust eigentlich ziemlich schnell platt geht. Wenn die komplett aus Carbon ist. Das heißt, das wär ein Ding, was man austauscht, wenn man den Crossbow auf unendlich hat. So, Draw Speed 2,75 und da habe ich einen Draw Speed von 0,85. Also da ist es, ja okay, wobei ich nicht weiß, ob ich da schon Redstone drauf hatte.
So, das heißt, um den herzustellen, oh, den kann ich in der Schmelze oder im Ding machen, aber dafür brauche ich bestimmten Ingot. Und fürs Ingot wird kein das gehen, weil ich schätze mal, da brauche ich ein IBF dafür. Und Hydrogen. Was da? Dann bräuchte ich 6 Stück. Wir gehen wieder nach hinten. Habe ich schon irgendwo Hydro? Hydrogensulfid? Okay. Dass der damit zurechtkommt. Und die leeren auch gleich, dass er die gleich macht. Den raus, da rein. Ich brauche dann nämlich noch einen. So, Ardit. Ich weiß nicht, wie weit, dass ich jetzt Ardit schon durchgearbeitet habe. Wie ich mich kenne, bestimmt nicht. Bestimmt noch schön brav drin liegen, richtig. Ich mal gesagt, dann werden wir die mal jetzt im Schnellverfahren durchjagen. Jetzt kommt damit zurecht. War auch schön. Okay, das heißt jetzt. Kann ich den hier eigentlich austauschen oder nicht? Besten verloren. So. Genau. So, das heißt, jetzt habe ich momentan Repair Material Wood. Hätte dann da draus Repair Material Magnalium. Meine Durability von 38 auf 192 erhöht. Sogar etwas mehr erhöht. Und bin von 6 auf 6,5 Herzen. Egal. So. Dann machen wir den jetzt nochmal. Jetzt habe ich erhöht auf 288, aber bleibt bei den 6,5 Herzen. Und was wir jetzt noch machen, ist den String einbauen. Und somit haben wir dann einen Draw Speed von 1,65 auf 1,75. Ah, aber der Arrow ist schneller und dadurch hat er dann mehr Herzen. Okay, machen wir. So, das heißt, wir haben unseren Crossbow schon mal gepimpt. So, jetzt kann ich mal gucken. Batterie ist voll. Batterie will wechseln und ich bräuchte jetzt mal bitte, glaube 4. Und die habe ich in dem Rucksack. Will jetzt einfach nur sehen, was passiert. Was der besser oder schlechter macht. Und das Schlimme ist, dass ich den Pfeil gar nicht so schnell aufpimpen kann. Wahnsinn. Genau. Sehr schön. Ich habe schon die nächste Quest erledigt. Ich schätze mal, ich bin jetzt bei MV. Nein, bin ich nicht. Wo bin ich denn? Also das war jetzt das hier, was ich jetzt gemacht habe. Ah. Da geht er dann auf Leaf Fletching, auf Magnalium Tool Rod. Und haben Iron Bolt.
habe schon mal 71 Pfeile. Leaf Fletching. Okay. Aber ich wollte mir, ja, das Problem ist jetzt nur gerade, ich weiß jetzt gerade nicht, wo er mir den Crossbow jetzt gemacht hat. Hat er mir jetzt den irgendwo anders mit reingepfeffert? Also hier sehe ich ihn schon mal nicht. Aber ich habe aber ab und zu auch Tomaten auf die Augen. Fishing, Farming, Cooking wäre ein bisschen komisch. Und da müssten wir auch mal weitermachen. Getting around. Getting around haben wir auch. Ha, hier. Das heißt, das Ding gibt's zweimal. So, das heißt, wir schauen uns mal den Crossbow nochmal an und packen den drüber. Also jetzt habe ich 288 Durability. 8 Herzen, 1,75599. Jetzt haben wir schon 12 Herzen, das heißt, jetzt mache ich schon mal 6 Herzen weg. 1,65, also das heißt, wir machen nochmal 0,1 Sekunden schneller. Der Pfeil schlägt viel schneller ein. Okay, aber die Durability ist auf 102 gesunken. Aber ist mir egal. Aber das Manalium. Als Buddy lassen wir erstmal drin. Finde ich nicht mal schlecht. Da kommt mal irgendwann was Besseres rein. Mal gucken, was. So. Da ist jetzt auch die Batterie voll. So, wir schmeißen die dritte rein. Werden wir auch noch brauchen. So, ich habe ja schon mal Aluminium hergestellt. Das heißt, ich hau dich rein. Dann brauche ich erstmal dich. Dann muss ich raus. Dann brauche ich nämlich nochmal Kupfer. Kupferkabel isoliert. 4 Stück. Wird gleich, wenn wir gleich wissen, was wir noch an Pistons brauchen. MV-Maschinen-Casing. 2 Stück. Wir sind schon mal weiter. Gut, dann brauchen wir jetzt zwei Maschinen. Und zwar, ich brauche jetzt einmal den Advanced Fluid Extractor und einmal den Advanced Fluid Solifier. So, dafür brauchen wir zwei Pumpen, zwei Circuits. Das ist nicht das Hexenwerk. Drei Pumpen. Also, das heißt, ich brauche jetzt erstmal 4 Motoren. Was haben wir schon alles drin, um Motoren herzustellen? Einen könnte ich herstellen. Das heißt, ich brauche Cupronickel. Das habe ich auch drin. Das heißt, ich brauche Aluminium Rods. Was habe ich gesagt? 4 Motoren, ne? Dann hätte ich gesagt. Braucht 4 Motoren und hat schmeißt zwar Aluminium rein. Bin ich irre? Mache ich gleich 6 rein. Ich brauche da richtig viele von. So, dann brauche ich auf jeden Fall. Das ist auch ein. Ja, genau. Das ist ein Small Gear, oder? Also ich brauche noch mal ein, ich brauche noch mal 4. Dann kommen nämlich 3 da rein und ein aus einem mit der Small Gear. So, dann brauche ich noch mal zweimal. Nein, ich brauche 3, doch 2 Stahlingots. Ich 3 Rods brauche.
Bin vor allem mal gespannt, ob ich dann irgendwann dran denke, wenn ich jetzt merke, dass dann irgendwann in der Folge oder so das Ding hier leer ist. Dass ich da drüben 16 Batterien drin liegen habe. So, habe ich Cupronickel noch. 4 Stück. Doch so viel. Komm ich weit. So, Cupronickel, Cupronickel. Im Alloy-Smelter bist du was? Kupfer und Nickel. Nickel? So, machen wir gleich mal mein Kabel. Hoffe, dass ich dann alles hab. Brauche jetzt. Ach so, ich brauche einen Piston und den Rest im Pumpen, ne? Ich brauche auf jeden Fall Rubber Rings. Kann ich die aus Dinger auch machen? Platten? Nö. Dann heißt es für mich jetzt aber bitteschön, werde ich hinten haben, ne? Den habe ich da hinten rein. Frage. Brauche ich den noch öfters oder nicht? Also da hinten brauche ich ihn auf jeden Fall. Ja, dass ich ihn mal kurz hole, ist ja kein Problem. Dann brauche ich jetzt bitte 9. Davon ein. Mir denke jetzt, dass ich gleich die Ringe mache. Halt. Genau, ich muss noch dran denken, ich muss noch Rotoren bauen. Welche Rotoren brauche ich denn für dich? Die Bronze-Rotoren. Braucht 3 Pumpen, ne? Ja. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall 15 Bronze. Hin. Bin gespannt, ob ich alles zusammenkriege. Wenn es das dann da fertig hat, dann macht er mir bitte die Ringe. Die werden schneller gehen, als ich gucken kann. Keine Rede. Haben wir das auch? Danke. Genau. Aber da habe ich noch vorbereitet. Das kann ich auch demnächst mal ein Dutzend billiger machen. Ich hoffe, dass ich jetzt wirklich alles drin habe. Also wir haben gesagt, wir brauchen 4 Motoren.
natürlich nicht die magnetisierten Stahlstäbe mitgenommen. Wenn ich sie mitgenommen habe, weiß ich nicht mehr wohin. Hallo? Stäbis? Ich habe die bestimmt unten reingeschmissen. Ich doch. Das Graue nicht gesehen. So, dann brauchen wir auf jeden Fall den Pisten, den Hammer. Brauchen wir noch die Pumpen. Dafür brauchen wir noch Stahl-Fluidpipes. Drei Stück. Ihr braucht dann nochmal neuen Stahl. Ich bin ja schon mal froh, dass das mittlerweile ja schon schneller geht, weil ich stelle mir jetzt gerade vor, ja, so am Anfang. Wenn ich glaube ich jetzt. Ich glaube, ich die ganze Folge dafür gebraucht. Wobei, nein, ich bin ja auch hier schneller geworden. Ist ja auch festgestellt. So. Das heißt, wir haben jetzt die Pumpe. Aber wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, wir bauen gerade zwei MV-Maschinen nebenbei so auf. Aber vorher noch irgendwas anderes gemacht. So, dann brauche ich jetzt noch meine vier Good Circuits. Die haben wir ja schon mal. Weil ich ja gewusst habe, dass ich die brauche. So, was brauche ich noch? Ich brauche Glas. Das ist ja hoffentlich draußen. Ich brauche eine Kiste. Auch mehr Glas. Ja, gibt es nur mehr. Haben wir noch normales Glas hier irgendwo rumfliegen? Leider nein. Dann muss ich das wieder umschlüsseln. Normalem Glas. Gut. Dann hätte ich gesagt, machen wir jetzt als erstes den da. Machen wir das ganze Kabel da weg. Und ich brauche bitte nochmal vier Kupferkabel. So, dann heißt es jetzt, wir machen den Advanced. Das ist einmal Pumpe, einmal Motor, einmal Glas, das in die Mitte, zwei Circuits. Die zwei Kabel. So, Advanced Fluid Extractor. Die Kiste. Und dahin die Circuits. Zwei Pumpen und die zwei Kabel. Advanced Fluid Extractor. So, muss mal schauen, wie wir die aufstellen. Dich dahin und dich dahin. Den einen brauche ich zum Schmelzen. Den anderen brauche ich zum und der kann auch mein Seed Oil machen. Haben wir gleich die MV-Variante davon. Da, da, da. Supi. So, das heißt jetzt für mich, wir haben eine volle Batterie. Wir haben hier eine volle Batterie. Und ich schmeiß noch mal eine komplette Batterie rein, weil wir werden richtig viel Energie brauchen. Ich will auf jeden Fall drei volle Batterien haben. Die werde ich dann auch noch mal voll jagen und die vielleicht dann auch noch reinjagen. Mal gucken. Aber den Pfeil, den Superpfeil, den bauen wir erst beim nächsten Mal, weil dann gehen wir auch ein bisschen in den Twilight und suchen komische große Schlangen. Ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß mit meinen weiteren Videos. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.